Lodgok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn finden. Moin moin und willkommen zurück hier zu Hogwarts. Ja, wie ihr seht, bin ich im Raum der Wünsche. Und das hat auch seinen guten Grund, denn ich sammle erstmal den ganzen Kram hier ein. Und zweitens brauchen wir auch ein paar Sachen hier. Und ich wollte auch mal meine Sachen identifizieren lassen. Das sind nämlich richtig viele. Wie man sieht. So. Und jetzt können wir vielleicht unsere Sachen auch mal ein bisschen anziehen. Macht vielleicht auch mal Sinn. Und mal gucken, ob wir irgendwas Stärkeres haben. So, gucken wir mal hier. Also, das, den wir jetzt haben. Der, oh, guck mal, wie alt, wir haben schon lange nicht mehr gemacht, wie man sieht, ne? 81 hat der. 76. Okay, lass uns den mal nehmen. Bäm. Das ist schon nicht verkehrt. Huch. So, gucken wir hier bei den Oberteilen. Da haben wir nämlich auch hier. Der ist schon bei 90. 67, 80, 87, 82. Bin Nummer 90. Bäm. Ja, das, optisch können wir das ja wieder ändern. Ne? Das müssen wir ja nicht machen jetzt hier, dass wir da... So. Hm, bei den Haaren schon genauso. Finde ich ganz schön, wenn ich meine alten miesen Handschuhe behalte. So. Und hier. Das eingesammelt, das war es nicht besser. Das hier ist aber schon wieder besser. Geht da zwar ein bisschen runter, bei der Offensive, das wäre natürlich schade. Verteidigungshöhe. Nee, dann lassen wir das noch drin. Hm, da ändert sich nichts. Können wir so lassen. Hier bin ich mal gespannt. Nö. 77, jetzt haben wir 20, okay. 72. 82. Jetzt müssen wir den hier nehmen. So. Genau. Und Innereien. Haben wir eigentlich nichts besonderes Geiles mehr. Gut. Ja, okay, den muss ich natürlich trotzdem wieder ändern hier. Weil ich finde ja mein Todesmantel ein bisschen besser immer noch. Nee, wo ist denn der? Wo ist denn der hin? Ist der? Ja. Umlang dunklen Küste. So, Künste? Küste. Oh, mal eine kleine Küste. Gut. Das hat doch schon mal was. Jetzt gehen wir nochmal ganz schnell hier zu den verschiedenen Tierchen rein und holen uns ein paar Sachen ab. Müssen wir leider machen, immer, das ist ein bisschen nervig. Hätte ich mir auch irgendwie anders vorgestellt, aber was soll's. Ja, gucken wir, ob hier ein paar Tiere sind. Da. Ach, warte. Ich habe das Ganze geholt, was wir holen können hier von denen. Dann holen wir uns oben bei den anderen Viechern. Wir müssen mal ein paar bessere Sachen noch sammeln, ich weiß. Aber hat aufregende Neuigkeiten. Ja, kannst du gleich mit mir reden drüber, Diek. Dann gehen wir hier hin.
Oder warte, du kriegst Futter. Nein, armes. So, ich habe hier immer noch ein paar Viecher drin, sag ich mal. Hier rauslassen? Ob wieder keine mehr raus? Gut, dann lassen wir mal da oben in der anderen Kammer noch hier rausjagen, oder? Das geht doch. Hii. So, dann mal hier in die andere Kammer laufen. Kann ich auf jeden Fall noch welche rauslassen? Wenn das die sind, dann müssen die hier raus, also ist mir egal. Machen wir alles von hier. Kann wieder abhauen. Und jetzt können wir vielleicht gucken, ob wir irgendwas noch stärker machen können. Ich weiß das gar nicht. Hey, wo ist denn das Ding? Da. Ja, dann gucken wir mal. Also. Erhöhter Schaden gegen verfluchte Ziele. Würde ich so lassen. Erhöhter Schaden durch alte Magie. Ja, ist okay. Fokus der alten Magie, auch okay. Erhöhter Schaden, das ist mir eigentlich egal. Da könnte auch ein anderer, was anderes rein. Und zwar... deutlich erhöhter Schaden mit Bombarder, das wäre schon nicht schlecht. Machen wir mal. Weil den benutze ich ja schon öfters. Bombarder darauf, so. Oh, ist doch nett. Und jetzt können wir was anderes gucken, nämlich Verbesserung anzeigen. Hier geht nicht Verbesserung. Hier auch nicht. Hier würde es gehen. Nächster geht aber nicht. Nächster geht aber nicht. Nächster geht aber nicht. Hier nicht, okay. Gut, dann haben wir jetzt erstmal das alles, was wir können, erhöht. Und jetzt können wir noch ganz kurz mit Geek reden, wenn er hier so eine. Huch. Ja. Wenn er hier so eine super. Super Geek Neuigkeit wäre. Hat aufregende Neuigkeiten. Na los. Hallo, Deek. Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee. In der Tat. Deek weiß, dass sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest. Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Natty erwähnt hat. Hinter dem sollen Harlow und die Wilderer her sein. Das würde Deek nicht wundern. Wenn Deek davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Na, dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Deek hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Deeks altem Meister geschehen ist. Deek hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Das können wir eigentlich machen. Das können wir eigentlich mal machen. Lass uns doch mal angucken hier. Entschuldigung, ich würde auf die Aufträge gehen, oder nicht? So, Lodgos Loyalität können wir machen. Im Schatten der Hoffnung. So, das hat einen Plan, wie er mit Anne sprechen kann, ohne dass Solomon davon erfährt. Das machen wir jetzt mal nicht. Aber. Flugliteratur. Sammler kassiert das fliegende Bücher aus der Bibliothek. Phönixabflug. Also, das ist gut, aber heute machen wir wieder ein paar andere Sachen. Nämlich. Wir müssen den nächsten Flugcontest mit unserem Besen schaffen. Der ist für mich wichtig. Oh, warte mal. Wir können aber, wenn wir hier schon drin sind, können wir gucken, was wir hier Neues bekommen haben. Cool. Gut, warte, was? Was habe ich denn vergessen? Achso.
Gut, lass uns mal die Flugstunde machen, dass wir die fertig haben. Wo müssen wir dafür hin? Wieder am Arsch der Welt natürlich. Wäre auch dumm, wenn es in der Nähe wäre, ne? Gut, dass wir hier hinten schon waren. Da müssen wir nicht so weit fliegen. Ah, okay, aber sie ist noch ein ganzes Stück weiter, als wo wir hin hätten sollen. Aber da können wir doch irgendwie hinkommen, oder? Von hier aus? Sieht doch gut aus. Das schaffen wir. Gut. Dann lass uns mal die nächste Flugrunde schaffen, damit wir dieses den besseren Lager Besen bekommen. Gefällt mir ganz und gar nicht. So. Wir müssen dahin. Keine Angst, ich nehme auch nichts Wildes mit. Höchstens nehme ich Merlins Sachen mit, weil es dir helfen beim Aufrüsten. Aber alles andere lasse ich links liegen jetzt. Oh, hier trainiert doch jemand Quidditch. Sieht interessant aus. Ich gucke auch, ob ich ein paar Flugpunkte hier finde, beziehungsweise Reisepunkte, wenn ich immer überall hinfliegen muss. Guck mal, da ist zum Beispiel einmal Merlin, den muss ich auf jeden Fall machen. Die sahen auch schon mal besser aus. Das wäre total gemein, wenn ich es nicht machen würde. Warte, müssen wir Merlins Punkt erstmal starten da. Oh, welch angenehme Überraschung. So, jetzt mal gucken, wo das Loch ist. Rivelio. Da unten, okay. Okay, ich sehe, woran es hin soll. Los geht's. Dass du als erstes mich verdächtigst. Oh. Immerhin weiß ich jetzt, wer meine Freunde sind. Bombarde! Protego! Du! Ich werde nicht ruhen! Stufe! Bombarde! Tut mir leid für dich. Naja, was soll ich machen? Ich muss sie ja irgendwie töten. So. Ja, muss da rein. Oh, da ist ein Händler, den können wir gleich mal aufsuchen. Nein! Was so lange gedauert hat? Naja, was kann ich dafür, wenn diese bescheuerten Kackgegner da sind? Ach Mann. Das war jetzt doof. Naja, das war jetzt blöde. Gut. Haben wir uns dann mitgenommen? Wunderschön. So, mal kurz zum Händler gehen. Mal wissen, was der noch so anzubieten hat hier. Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Das habe ich. Mein Name ist Rohan Prakash. Willkommen im ältesten Laden in der Gegend. Interessant. Wie lange sind Sie schon im Geschäft? Naja, ich selbst führe ihn noch nicht so lange. Aber mein Vater führte ihn lange Zeit, bevor er krank wurde. Oh, wie traurig. Das tut mir wirklich leid. Oh, er ist noch am Leben. Er würde zu gern selbst wieder arbeiten. Aber bis er das wieder kann, führe ich den Laden für uns beide. Doch lassen Sie uns lieber über Ihr... Sie sind sicher ebenso besorgt wegen des Koboldaufstands und der schwarzen Magier wie wir. Selbst die Sumpfkrattler sind durchgedreht.
Aber unser Laden verkauft Waren, die Ihnen helfen können, sich vor all dem zu schützen. Bitte sehen Sie sich um. Vielen Dank, Mr. Prager. Okay. Das weiß ich zu schätzen. So, los, komm. Was verkaufen Sie hier? Sehen Sie sich um. Also wir nehmen auf jeden Fall das Malvenkraut mit. Das kostet mich so gut wie nichts. Und das Gute ist, ich kann jetzt ganz viele Sachen bei ihm verkaufen. Und los geht's. Das müssen wir noch ändern beim nächsten Patch, dass man mehrere Sachen auf einmal auswählen kann zum Verkauf. Weil das hier dauert einfach zu lange. Oder gibt es eine Möglichkeit, mehrere Sachen auszuwählen, ne? Weil das nervt mich wirklich hier. Brauche ich Jahre für. Puha, das zieht. An Geduldsfaden, so. Mehr brauche ich nicht von dir. Hoffentlich bis bald mal. So, ja, vielleicht. Mal gucken. Tschu, los geht's. So ein kleines Dorf, das gucken wir uns auch mal an. Ob es hier einen Punkt gibt. Oh, wir kämpfen welche. Da müssen wir aber nicht mitkämpfen. Ein kleines Dörfchen hier. Ich dachte, was gibt denn vielleicht, wenn man hier ist? Ah, da ist auch einer. Guck mal. So. Gar nichts. Ich wollte nur einmal den Flugpunkt haben, den Reisepunkt. Da drüben ist schon auch ein Reisepunkt. Da fliegen wir mal rüber. Oh, wow. Da geht's einfach irgendwo rein. Auf jeden Fall gibt's hier erstmal. Das sollte ich untersuchen. Gibt es hier mal schon mal was von Merlin? Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Warum nicht? Schmetterlinge finden. Okay. Gut. Da hinten sind welche. Erstmal die hier. Lumos. Okay. Revelio. Es fehlt noch ein Sonnenstein. Wo kann der sein? Da ist hier draußen. Und wo können die Schmetterlinge sein? Vielleicht da unten im Keller. Wo ich gerade gesehen habe, wo man runtergehen konnte. Was? Oh, gucken wir mal, hallo, kurz hier rein. Kurz hier rein gehen. Kurz hier rein gehen. Gucken wir mal. Alter, wegen so einem Schrott ist mir hier drin. Mal ganz im Ernst. Man holt hier nur so Schrott raus und deswegen hier so ein Aufstand, ganz ehrlich. So, müssen wir mal gucken, wo die anderen Motten sind, wollte ich gerade sagen, die anderen Schmetterlinge. Hier ist auch runter. Erstmal ist hier eine Truhe hier oben. Wie geht's hier noch runter? Wir sind hier unten. Hier sehe ich keine. Hier in der Küste irgendwelche, wo man hier holen kann? Sieht nicht so aus, aber da ist ein Flugpunkt. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Mal schauen, was deine Leiche in den Taschen hat. Also irgendwie finde ich jetzt nicht wirklich hier noch so Schmetterlinge. Noch hier irgendwo rumflattern, die Affen. Bloß wo? Wo sind sie? Da. Da sind sie. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Lumos!
Hä? Dann geht das nicht. Jetzt, okay. Dann kommt mal mit. Da. Lumos. So. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. So, okay. Okay, wo können wir jetzt noch hin? Hier, glaube ich, können wir gar nichts mehr Großartiges machen. Aber ich wollte gucken, was da gerade eben so... Warum da so eine Feuerwesen waren. Oder was war das da gerade? Bei der Brücke hier. Da, schon wieder. Was ist das? Hey, stehen bleiben. Ach so, das sind so welche, okay. Ne, ich bleib nicht stehen, ich muss weiter hier. Okay, warte, die müssen wir gar nicht kaputt machen. Das machen wir nachher. Hier ist auch hier eine Landeplattform, ne? Aber wofür sind die denn gedacht hier? Landeplattform-Herausforderung. Was muss man hier machen? Okay. Das war jetzt nicht so schwierig. Na gut, wir müssen da hinten hin. Aber... gut zu wissen, dass es noch irgendwelche Herausforderungen, also wie viele Aufgaben das Spiel hat, ne? Unglaublich. Unglaublich, echt. So, das haben wir wieder ein paar Ballons. Die nehmen wir jetzt, schnappen wir uns einmal rundherum jetzt, wenn wir schon hier sind. Da ist noch eine Landeplattform, die holen uns jetzt auch. Da haben wir schon zwei haben wir schon zwei fertig gemacht. Sieht interessant aus. Na gut. Was nehme ich die auch noch mit da? Und dann schnacken wir im Melder. Oh, hier ist auch wieder ein. Ich muss die alle mitnehmen, leider. Huch, das muss ja genau hier gewesen sein. Da. Da. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Eine Kugel. Ich frage, wo die Kugel hin soll. Den Berg da hoch? Rebellion. Ja, klar, dass wir da hoch. Habe ich mir schon gedacht, irgendwie, aber es ist schwierig. Ich kann ja nicht hoch, scheiße. Halt. Die Pulso. Da wäre selbst Merlin stolz. Na, guck mal, wollen wir hochgehen. Sehr gut. Hartnäckigkeit hat sie ausgezahlt.
Ja, die war mal schnell mit. Da ist auch eine Lattenplattform, die machen auch gleich mit. Mein Gott. Lassen gleich ihre Drachen fliegen. Da ist noch einer. Was? Oh. Cool. Und was machen die denn hier oben? Ihr Drachensteiger, wa? Na gut, wir müssen da hinten hin. Denn da geht's ab. Sag ich euch, da geht's ab. Sind ein paar Bösewichte. Ja, müssen wir mal, trotzdem mal runter kurz. So, wir müssen eine Merlin-Prüfung machen, aber dann müssen wir die Leute trotzdem einmal killen hier. Ja, das ist ein Wolf in der Hand. Ich weiß, dass du die dunkle Oh, du. Ist da jemand? Tut mir leid. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Können wir alle Schmetterlinge finden? Ein paar sind hier überhaupt. Okay, wo sehe ich den jetzt? Ich sehe gar keine. Da sind auf jeden Fall schon mal welche. Da. Gehen wir jetzt nicht so weit weg. Lumos. Da auch noch welche. Wie kriegen wir die hier hoch, ist die Frage. Na gut, guck mal. Irgendwie kriegen wir die schon hoch. Da. Kann ich da hochklettern oder muss ich den loslassen? Ja. Lumos. Gut, dann kommen wir noch mit, das ist doch gut. Platz 2. So, da rein bei euch. Revelio. Wo war der letzte Stein da? Gut getarnt, aber die anderen waren eingesperrt unten, habe ich gerade gesehen. Komm jetzt mal raus. Du musst mal weggehen, sonst verbrenne ich dich nämlich gleich da. Du willst nicht hören? Confringo. Kein Problem. Ach, das ist auch mit Lumos rein, schön. Lumos. Schafe. So. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Nee, weil die sind trotzdem auch nicht so spannend, muss ich zugeben. Man macht, nimmt die nur mit, weil sie da sind halt, ne? Weil unbedingt unten vom Sockel hauen mich nicht hier. Das ist ein Sockel, meine ich. So. Nein, ich bin hier extra so sturzflugmäßig. Das sollte ich untersuchen. Aber nicht heute. So. Revelio. Und hier ist schon wieder ein so ein Ding. Wer hier wohl gelebt hat. Wie konnte ich mich all die
meinen, ihr Plan sei der einzige Weg zum Sieg, sollten die Geschehnisse noch einmal Revue passieren lassen. Wären keine gut durchdachten Entscheidungen getroffen worden, wären wir alle längst tot. Ich kann hier nicht landen? Ah, okay. Gemein. Raus hier kann ich auch noch mal, oder was? Na komm. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Nee, dann komm doch hierher. Wenn du dich traust. Na, okay. Was? Ist fertig. Es braucht niemand. Ich glaube, die machen mich wirklich gleich alle da, die beiden. Oh, komm schon. Die haben dann auch alle gekriegt. Ich hab's nicht gedacht, dass ich das schaffe. Aber auch alle Getränke leider verbraucht. Manchmal besteht ein Gefängnis nur aus Mauern. So, jetzt müssen wir einmal kurz hier die... Was noch machen? Was können wir also mit denen machen müssen? Bombarda! Müssen wir nicht zerstören, okay. Revelio. Ich hab noch irgendwo einen Stein gesehen. Wo war der denn? Wo hab ich den letzten gesehen? Wo hab ich den letzten gesehen? Komm, Steini, Steini, Stein. Ah, da ist irgendwo ein Stein hier. Bombarda! Rebellion. Bombarda. Damit wäre das erledigt. Perfekt. Okay, wir haben jetzt ganz schön viel gemacht, aber wir werden das Flugding auch noch schaffen. Ich verspreche es euch, wir schaffen das Flugding auch noch heute. Das machen wir auf jeden Fall. Amit war bestimmt schon mal hier. Ja, da war bestimmt schon mal hier, aber jetzt müssen wir das mal machen. Ich glaube, es war nur Nacht, ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Astronomie-Altar. Ich sollte ihn bei Nacht nutzen können. Ja, mal kurz gucken. Ja, warte mal. Diese ganzen Dinger hier. Das sind. Diese drei, ich muss aber irgendwie die Reihenfolge finden. Drei. Da unten, das macht mehr Sinn, das Ding, glaube ich. Okay, krass, das Ding ist gar nicht mal so leicht.
Nee. Hä? Damit kann ich nach links und rechts gehen. Nee, ist nur das Ding da, okay. Da sind drei Teile, die geführt werden. Boah. Da sind einfach mehr Steine, mehr reingesetzt worden, als da sind. Das kann natürlich auch sein. Blick ist gerade nicht. Eigentlich waren die immer ganz easy. Ach, guck mal an. Mein Gott. Hat ziemlich weit rausgezoomt, das Ding. Schütze. Gut. So, jetzt aber. Was hier? Jetzt versuchen wir zum Flugding zu kommen, ne? Irgendwas ist hier draußen noch. Okay. Als ob hier irgendeiner ist, den man reden kann. Hier unten drunter wahrscheinlich oder so. Ja, was ist los? Was ist denn in der Höhle drin hier? Henrietes. Betreten wir kurz das Versteck. Henriettes Versteck, was immer das ist. Wo in Merlins Namen bin ich? Ah, okay, so ein Würfel. Ah, warte. Jetzt weiß ich wieder. Ach, hier. Legarium Leviosa. Ach, hier. Legarium Leviosa. Wir brauchen so einen Feuerwürfel oder sowas. Revelio. Aha. Contrinto. Und jetzt? Ah, warte, ich weiß. Den mit Feuer? Komm, trink! Und den anderen wahrscheinlich mit Eis, ne? Descendo. Ah, dumm. Grazie. Verrückt. Na bitte. Okay, sind aber viele Gegner. Erschwinderinnen. Aber was ist das hier unten? Das wäre alles vorhergesagt. Was? Was grinst du so? Guck mich nicht so an. Ich meine, wenn es wolkig ist, naja, könnte es regnen. Wenn wir hier fertig sind, gehe ich direkt zum Eberkopf. Oder vielleicht gehe ich gleich. Total. Lumos, Grazio. Ex-Alchio. Descendo. Bombard. Protego. Du hast unseren Code? Ich gucke zu, wie das Licht ist. Arresto Momento. Hältst dich für schlau. Du bist wahr? Das Dunkle, das wirst du noch behalten. Komm, warte! Arresto Momento! Dauer, warte! Jetzt noch mal schnell! Schade, dass das niemand gesehen hat. Ja, war ein cooler Zaubertrick, den ich gemacht habe. Die Frage, was das aber für ein Versteck ist hier, ne? Und warum? Was macht man hier drin? Guck mal. Wow! Was war das? Wie abgespaced war das denn bitte da? Okay, warte mal. Ah. Ich dachte, ich könnte irgendwas machen mit dem. Contrinto!
macht man denn da? Ah, warte mal, ich hab Idee. Ach, hier. Ah, guck mal. Okay, sind die trotzdem Idee. Schwierig? Und woher weiß ich, wo welche Fallen sind? Oh, noch mehr Arschwinderinnen. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Oh, ist es eng. Oh. Du hast den ganzen Protego! Du hast okay, schon okay. Genug von uns. Arresto, Moment. Bombarda! Was hast du getan? Oh nein, das war dumm. Das war dumm. Oh, ärgerlich. Ärgerlich. Ich weiß auch einfach, ob ich in diese Henriettes Versteck gegangen bin. Es war einfach da. Okay, wir suchen es nochmal. Still und heimlich. Es sind ein bisschen zu viele um die. Lügen und Betrügen. Keiner ist mächtiger als die Rockwoods. Lass uns den als erstes schnappen, da, wenn er uns nicht sieht, vielleicht. Nein, naja. Petrifico total. Okay, da geht es irgendwo in den Geheimversteck rein. Aber wir müssen die Leute erstmal killen hier. Der geht gerade da hinten hin, lass uns den da drüben killen. Wenn wir das hinkriegen und das uns sieht. Wieso ziehe ich immer den Kürzeren? So, jetzt sind sie direkt noch da hinten. Groove nicht vergessen, da gibt's viel zu holen. So, er geht auch nochmal zurück, den können wir von hinten vielleicht auch nochmal gleich killen. Da oben sind auch noch zwei, wie man sieht. Müssen wir schon aufpassen. Still hier. Nicht, dass mich das stört. Da oben sind auch noch zwei. Die können wir die auch irgendwie noch killen. Aber anscheinend nicht. Habe ich Lumos gewünscht? Oh, Arresto, Moment. Bombarda. Okay, so ging's auch. Und niemand da, um den Sieg zu feiern. Na, scheiß doch drauf. Aber das Lustige ist, hier war da diese geheime Tür da hinten. Mal nur gucken. Revelio. Lassen. Ach hier. Legadium Leviosa. Lazio. Nee, nicht damit, sondern hiermit. Komm, trink. Okay, Kamin bringt da nichts. Ich dachte jetzt, müsste ich ihn hier in den Kamin reinpacken. Das muss ich gar nicht. Ich muss wahrscheinlich hier irgendwo oben hin, ne? Ja, wahrscheinlich, okay. Müssen die nochmal mitnehmen. Arresto, Moment. Accio. Regalium Leviosa. Ach, raus komme ich nicht mehr, okay. Okay, aber wo soll der Würfel hin? Drüben ist auch noch ein Würfel. War hier unten irgendwo so eine Idee, wo das hier hinkommen kann? Ach, da unten auf dem Boden. Ah, da sehe ich sie, okay. Ja, ich hab's gesehen. Komm runter.
guckst da drauf. Und ich muss hier oben auch noch runterholen. Akio! Nein! Wingardium Leviosa! So, den lassen wir da. Musikalische Karte, was ist das denn jetzt? Da sind Glocken mit einer Tonfolge, okay? Was ist das? Eine Schatzkarte? Wir hatten mal in so einem Turm Glocken, könnt ihr euch erinnern? Das ist davon, das kann nicht gut sein. Ach hier. Vielleicht gehört jetzt damit, wo diese Schatzkarte. Kann ja gut sein. Wie verkehrten Feldern? Ne, da ist Feuer. Ach, da ist was anderes drin. Was ist das denn? Was ist denn da drauf? Irgendwas mit Blättern oder was ist das? Was hier? Leviosa! Aha, okay. Da wird's auch. Mein Gott, ich wollte doch nur fliegen. Ja, wollte ich doch gar nicht. Eine riesen Truhe machen wir auf jeden Fall auf. Dieser Outfit und hier? Oh! Okay. Bin ich? Ach, mich will am Anfang. Okay, können wir raus. Gut, ja, war ein kleines Erlebnis. Aber jetzt wollen wir fliegen, oder? Dafür sind wir eigentlich gekommen. Und jetzt müssen wir auch fliegen, weil sonst weiß ich langsam nicht mehr. Aber ich will auch nicht fliegen, ich will... Ja. Also ich muss ja irgendwo da drüben sein, ne? Nee, ich will den Schatz nicht finden, du Affe. Ich muss mal kurz den Auftrag anmachen nochmal. Wollen wir fliegen? Ja. Wir haben ordentlich Quests nochmal eingesammelt jetzt hier gerade. Ist auch krass. Die Strecke sieht ziemlich leer aus. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Hier drüben! Yep. Hallo Imelda, da bin ich wieder. Die Strecke ist ein bisschen weit weg vom Schloss, oder? Offensichtlich. Und zu weit für die meisten Mitschüler. Erbärmlich. Sie sollten mich anflehen, die Rennen weiterzuführen, statt Angst zu haben. Unser neuer Fünftklässler ist tatsächlich aufgetaucht. Wirklich beeindruckend. Das ist... Also... Danke? Ich bin oft ungeduldig. Mich frustriert, wenn Leute Dinge nicht so ernst nehmen wie ich. Meiner Erfahrung nach trifft das auf die meisten zu. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Aber genug geplaudert. Ich bin zuversichtlich, dass ich eine unschlagbare Zeit aufgestellt habe. Wir sehen ja gleich, wie ich mich schlagen werde. Ich bin bereit. Ja. Gleich wirst du verlieren. Okay. Uns anstrengen. Gut geflogen, wenn ich das so sagen darf. Oh, die ist echt schnell. Bin leider nicht so schnell, wie ich da sehe. Okay. Das war nicht allzu schwer. Oh mein Gott, die ist viel zu schnell für mich. Die ist schon ganz da vorne. Schaffe ich niemals, oder? Nicht bei diesem öden, langsamen Tempo, den ich hier vorlege. Großartig. Hm.
erwischt. Das ist eigentlich gar nicht so leicht. Also, eine gute Zeit zu bekommen. Wow. Großartig. Geflogen, wenn ich das so sagen darf. Großartig. Ja, niemals. Das läuft richtig gut. Nee, es läuft scheiße. Oh, wow. Hat schon nicht gereicht. Oh, fuck, Alter. Das kann ich doch besser. Auf jeden Fall. Krass, ey. Ja, das war schlecht, das gebe ich zu. Aber ich muss ja noch schneller. Aber schon gut. Dann muss ich ja allerdings. Damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst. Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Du darfst niemals zögern. Imelda Reyes, berätst du gerade die Konkurrenz? So würde ich es nicht nennen. Nein, nur plaudern unter Freunden. Das ist alles. Also noch ein Versuch? Ja. Ich bin bereit. Danke, Imelda. Okay, nochmal. Natürlich. Ab mit dir. Jetzt werde ich bestimmt ein, zwei Ringe verpassen, aber vielleicht kann ich ja die Dings mitnehmen, da die Geschwindigkeitsdinger. Gut geflogen. Wenn ich das so sagen darf. So, ich bin zwar dicht dran, aber auch nicht dicht genug. Ach komm schon, das schaffe ich nicht mehr. Den Ring gerade nicht gewischt, oder? Wow. Wunderbar. Gut geflogen, wenn ich das so sagen kann. Nein! Oh, verdammt. Das war wohl nichts. Da ist sie schon wieder. Ah, verdammt.
richtig gut. Oh, hätte ich den einen Regner nicht verloren, dann hätte ich es geschafft. Oder? Verdammt, nur wegen diesen 3 Sekunden. Oh, wegen diesen 3 Sekunden, Leute. Oh, das war echt ärgerlich. Schon gut. Damit hatte ich gerechnet. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit... Ja, ich weiß. Ich bin bereit. Noch einmal. Ich war recht gut, fand ich. Ah, hätte ich diesen einen Ring nicht verpasst. Zu schwer. Soll ich konzentrieren? Fabelhaft. Oh, durch! Wow. Sagen darf. Oh. Wunderbar. Oh. Mach aber keinen nicht mehr, dann krieg ich einen Krampf in der Hand. Müssen wir leider außen vor lassen. Wegen unserem Turbo-Ding selber. Wir lassen auch außen vor. Die kriegen wir mit hier. Oh! Verdammt. Trotzdem glaube ich, sind wir noch. Haben noch eine gute Zeit. Die Zeit ist trotzdem noch ganz gut. Nein, schon wieder. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das kann ich doch besser. Das kann ich auch besser. Ich bin gerade so gut geflogen die ganze Zeit. Und jetzt bin ich wieder voll draußen. Nein. Die darf nicht kommen. Na! Könnt ihr kotzen, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab's doch fast geschafft. Boom. Schon gut. Damit hatte ich gerechnet. Du musst... Noch einmal. Ich bin bereit. Letztes Mal. Oh, ganz ehrlich. Das gibt's doch gar nicht. Ich war doch jetzt gerade so gut. Und dann verhunzt du eine Kurve, ne? Mehr als gut, aber leider ist sie trotzdem noch ein Tick schneller als wir.
allzu schwer. Oh, die erwischt, die Ringe. Ja. Ist hier unten noch Ring? Auch nicht schlecht. Gut geflogen, wenn ich das so sagen darf. Oh. 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 Ja, noch recht, ey, geil. Ich glaube, jetzt können wir es packen. Gott sei Dank. Nochmal hätte ich keinen Bock gehabt. Leute, nochmal hätte ich keinen Bock gehabt. So. Das war gar nicht schlecht. Nee, es war nicht schlecht. Beeindruckende Arbeit. Aber freu dich nicht zu früh. Ich hole dich sofort wieder ein. Meine Familie wird es nicht glauben, wenn ich ihnen davon erzähle. Sie sind fast so ehrgeizig wie ich. Fast. Es hat Spaß gemacht, deine Rekorde herauszufordern. Das finde ich auch. Es ist wirklich schön, dass du hier bist. Du machst unserem Haus Ehre. Pass gut auf dich auf. Danke. So, jetzt müssen wir zu Das war wohl Mr. Weeks. Zu Albus zurück nach Hogsmeade. Wo ist nochmal dein Besenscheiß da? Da? Nee, wo war das nochmal? Da, ne? Genau. Da sind wir dahin eiern. Gehen wir nochmal schnell rein und dann machen wir aber auch Schluss für heute. War eine lange Folge, muss ich zugeben. Aber hat sich gelohnt. Gibt's dafür, dass wir nur mal kurz... einen Ort als Hogsmeade? Ich frage mich, ob sie den goldenen Schatz haben. Wie geht's meinem Lieblingstestpiloten? Ja. Oh. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ah, jetzt. Ah. Hallo nochmal, Mr. Weeks. Ich habe den Rekord auf dem Südkurs gebrochen. Fand? Die bisher beste Verbesserung. Er fliegt wunderbar. Extrem wendig. Aber bei dem Tempo, das er jetzt erreicht, spüre ich den Wind zu sehr. Er verhindert, dass er sein volles Potenzial entfaltet. Natürlich! Das hätte ich mir denken können. Genau die Art von Bericht, die ich von Ihnen erwartet habe. Ha! Endlich weiß ich, wie meine letzte Verbesserung aussehen muss. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich fertig bin. Und nochmals, vielen Dank. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. So, der Himmel ist die Grenze. Perfekt. Ja, aber das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.